Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 in der Akademie mitteilen, zusammen mit dem Kliggy, Quatsch mit dem Tino. Hallo. Und den Koch, den Schlosser. Ja, der Kliggy, er mag ihn sehr, hallo. Ja, man merkt, wenn die leider da, das ist, die bessere Hälfte fehlt. Das kannst du jetzt nicht mehr abstreiten. Da ist was. Da ist was zwischen euch. Auf jeden Fall. Wollen wir im ersten Part vielleicht über Gefühle sprechen? Ja. Wendy, Gefühle, ja. Wie sieht's aus bei dir? Bist du etwas gefühlsduselig heute ohne Kliggy? Zwei Hater haben von mir schon mal eine Anzeige bekommen. Weißt du Bescheid? Alles klar. Also mit den Gefühlen, ja, läuft alles. Okay, super. Ja, wir sind zurück. Wir sind aktuell noch bei der Hopfenernte. Das heißt, die zwei hier sind noch fleißig am Ernten, ich bin fleißig am Abfahren und räume jetzt hier gerade mal noch den Hof ein bisschen auf und wir überlegen uns mal, was wir in der letzten Folge noch gemacht haben, beziehungsweise was ich gemacht habe. Irgendetwas war noch. Ich habe... Wieso bist du jetzt in meinem LKW? Ein LKW? Wer ist jetzt in meinem LKW? Ich will machen... Ich will auch vieles. Ich will machen, dass die Luft stinkt. Das kann ich. Kann ich gut. Ja, ich war nur die eine Bahn, da kannst du abfahren, weil das Ding ist eh voll. Gut, dann müssen wir mal schauen. Was habe ich nur gemacht das letzte Mal? Ich weiß nicht, ich war irgendwo unten bei der Schreinerei aktiv, ne? Da habe ich irgendwie... Da gab's Kuselmusel. Kuselmuseldudel. Wie immer, wenn Dino da ist. Juhu. Was? Gar nicht. Ich hab schon einen richtigen Heißhunger, weißt du das eigentlich? Auf Schokolade? Jo. Das ist zu viel gewesen, oder was? Nö. Aber also sind mit meinem Schokoladenpaket sieht's gut aus. Ja, mit Randy und Tino sei auch, mit Randy und Clicky sei auch, ja. Wir sind auf guten Wege, dafür möchte ich mich schon mal bedanken bei allen, die da mithelfen, den Tino, den Randy und die Jean anzufüttern. Ja, fett zu füttern hier. Anzufüttern, das ist alles leichte Kost. Ja, ja. Ist klar. Wenig Zucker ja. Und so, ne? Also mein nächster Weg geht ins Schokoladenmuseum hier bei mir in der Nähe und dort wird dann eingekauft, anständig. Und dazu gibt es dann von mir auch ein kleines Special-Video, wie die Pakete gepackt werden. Könnt ihr dabei sein. Und wie ich sie verschicke dann. Na da. Ich habe jetzt hier 40.000 Liter Hopfen. Brauerei direkt? Ja. Bitte. Da muss ich umdrehen. Ja, mit der Schweizer Post. Ich werde die Schweizer Post umgehen. Ich hoffe, das guckt jetzt keiner von der Schweizer Post. Ach, aber ich werde die über die Grenze mitgeben und die per Deutsche Post schicken. Und dann sind die drei Tage kürzer unterwegs. Illegal. Nix illegal. Das ist ganz normal mit über die Grenze genommen. Ja, ja. Das ist kein Schmuggelgut. Alter Schwede, ey. Also dieser Anhänger hier, der macht mich echt fertig. Wir haben uns übrigens jetzt gerade, vielleicht können wir das auch nochmal erwähnen, mit jemand unterhalten. Ach so, nee, als allererstes sollten wir vielleicht was anderes erwähnen. Nochmal bitte rechts, dann hören. Und zwar gibt es ja ein paar Problemchen zurzeit mit den Downloads, was die Map betrifft, was das Modpack betrifft und so weiter und so fort, weil die Seite BMAG aktuell down ist. Wir müssen aber ganz klar dazu sagen, wir wissen leider absolut nicht warum. Also wir wissen auch nicht, warum BMAG jetzt die Seite wieder down genommen hat, ob das jetzt irgendwelche Gründe hat, wieder umstellungstechnisch irgendetwas ist oder ob es eben, keine Ahnung, ob vielleicht dann die Lust dann oder die Zeit einfach, die Lust vielleicht nicht, aber die Zeit einfach flöten gegangen ist, also sozusagen. Das wissen wir leider nicht. Da können wir euch keine Auskunft geben, so leid es uns tut. Und wir können eben die Map auch für euch nicht zum Download zur Verfügung stellen, weil wir halt die Rechte daran auch nicht haben. Also wenn, dann verweisen wir natürlich immer auf die Originallinks und das ist eben die BMAG-Seite und wenn die nicht funktioniert, kann die Map aktuell nicht geladen werden. Das ist halt leider das Problem. Okay, das inklusive das Modpack wohl bei mir. Ja, inklusive das Modpack. Aber das will ich jetzt wirklich nicht nochmal erklären, wie das zusammenhängt. Also das ist. Wir haben uns jetzt mit jemandem unterhalten, der ist auf uns zugekommen. Sehr netter Kerl, und zwar, der hat mit BMAG auch gesprochen, der würde gerne diese Kreis Unna hier auf eine Vierfach-Map konvertieren und will sich da jetzt auch ransetzen,
und möchte aber ein was zuerst machen für uns, weil ihm ist halt auch aufgefallen in den Videos, dass zum Beispiel die Fahreigenschaften hier von diesem Auflieger und so weiter, ihr seht das ja, das ist absolut sinnfrei, wenn der voll beladen ist, das erstmal für uns zu verbessern, uns dann quasi die Mods wieder zu schicken und dass wir da hier schon mal bessere Eigenschaften, bessere Fahrphysik haben und so weiter und so fort. Finde ich richtig gut und ich bin wirklich gespannt, was rauskommen wird zwecks Vierfach-Map. Das wird natürlich sehr interessant werden. Des Weiteren können wir auch weitere Anregungen geben, was jetzt so Wirtschaftszweige betrifft und so weiter, was er für uns auch mit umsetzen würde. Man muss aber dazu sagen, es gibt 16 Fruchttypen, die man hier maximal einfügen kann und 64 Fill-Types. Mit den Fruchtsorten ist es eben so, dass aktuell da noch Platz ist, da könnten noch welche hinzugefügt werden, aber allerdings sind die 64 Fill-Types komplett belegt. Und das bedeutet, eigentlich ist die Karte sozusagen ausgereizt mit Wirtschaftszweigen erstmal. Man könnte jetzt nur ältere durch neuere ersetzen. Und was denke ich aber eigentlich auch problemlos machbar wäre, weil ich denke so das ein oder andere, die Wirtschaftszweige sind alle gut hier, aber das ein oder andere könnte man eventuell noch austauschen, also da denke ich, das kann man auf jeden Fall machen. Und da müssen wir einfach mal schauen, aber wir wollen uns natürlich vorher von BIMAG das okay holen, weil wir möchten, derjenige, der das dann macht, der wird die Map natürlich auch zum Download anbieten und wir wollen aber vorher von BIMAG wissen, ob das okay ist, dass jemand anderes dann, wenn er die Map konvertiert, die dann auch bei Sicherheit zum Download anbietet und weil wir würden das ja dann auch in die Videobeschreibung für euch eben übernehmen, dass ihr da euch das auch runterladen könnt und das wollen wir aber vorher auf jeden Fall erst mit BIMAG klären und das wird auch definitiv jetzt nichts in den nächsten 1, 2, 3 Wochen werden, das wird auf jeden Fall ein Stück dauern, weil es unglaublich viel Arbeit ist und ja, aber einfach nur mal so rein infotechnisch natürlich, ne? Ja. Stimmt ihr mir dazu, Jungs? Ja. Gut, also du siehst die Facecam nicht, ja. Wie bitte? Du siehst ja die Facecam nicht. Warum? Weil ich genickt habe. Ach so, Das habe ich leider nicht gesehen, ne. Schade. Guck dir das mal an, also hier mit dem Anhänger hinten dran, das ist wirklich, das ist einfach nur ein Krampf, ist das. Das hinten sich halt noch einer dranhängen, ne, der dann so zieht. Ja, irgendwie einfach. Wie bei Randy. Vielleicht beim Bremsen einbauen einfach cool. Hängst du Obelix hinten dran? Hey, wo wir gerade bei Infos sind, für meine Zuschauer, die das jetzt sehen, bitte nicht wundern, unten rechts mein Wasserzeichen. Ich habe das Aufnahmeprogramm gewechselt, bin zurzeit noch in der Testphase und dadurch ist noch Wasserzeichen. Das Wasserzeichen von XSplit mit drauf. Bitte nicht wundern, das verschwindet dann irgendwann. Ach. Aber wir testen das erstmal jetzt noch. Sieht nicht schlecht aus. Also XSplit Testversion, ja. Genau. Ich möchte da keine großartige Werbung für machen, es muss einfach sein, rein rechtlich. Nee, ist ja klar. Also wie gesagt, ja. Auch mit den... Wie schnell fährst du? 11, 12. 12 okay. Ist ja Standard. Also wie gesagt, mit dem Wasserzeichen ist es halt einfach in der Testversion, so ist richtig. Genau. Ich muss ein bisschen mit dem Klingelbeutel in die Kirche gehen und dann geht das. Was kostet das mittlerweile? Es kommt drauf an, wie lange du nimmst. Es ist es ist ein Jahr monatlich haben wir genommen. Das ist immer noch 50 Dollar. Ja, in der großen Version, ja. In der mittleren Version, die für mich interessant ist, naja, ich glaube 34 Dollar oder sowas. Ja, aber ich habe auch das. Du brauchst die letzte. Also es gibt die Free, dann gibt es so eine Dings und dann gibt es Free Premium Professionell. Rein theoretisch bräuchte man die Professionell, weil nur die professionelle Lizenz ist das Recht, damit die Videos auf YouTube hochladen darfst. Ja, ist korrekt. Also wenn du Videos kommerziell vertreiben willst, dann musst du definitiv die letzte nehmen, ja, das ist schon richtig. Die andere ist quasi nur zum Aufnehmen für dich selber, ne, nicht zum Verbreiten. Nö, ja, dann machen wir das doch. Aber ist es preistechnisch... Kostet halt 50 Dollar, wenn du das aufs Jahr siehst. Naja, ich habe damals 36 Euro bezahlt, also da war der Kurs noch ein anderer, logisch, jetzt wird es ein bisschen mehr sein. Jetzt ist es für ein Arsch. Naja, es ist halt einfach 10 Euro mehr. Für mich nicht. Nee, für dich nicht. Ach, stimmt, ja. Die Zerfranken stehen im Dollarkurs bestimmt noch anders, aber momentan, also ich hatte gestern, wo ich bei Twitch nochmal einen Subscribe da gelassen habe, also es war eigentlich so 4,75 €, ne, 4,99 €, 4,75 €. Ich habe gestern 4,89 € bezahlt, ne, also wir können es fast 1 zu 1 machen. Krass. Also der Dollarkurs bei uns steht jetzt, glaube ich,
Ein Schweizer Franken ist, glaube ich, 85 amerikanische Cent oder so, glaube ich. 85, 90 rum sowas. Für mich. Was machst du Schon wieder? wieder. Schon wieder. Ja, na, ich habe jetzt extra die Bahn genommen. Naja, ich drehe dann, keine Sorge. Ich lass mal gerade hier Ja. mal mein, keine Ahnung, mein Hopfen herunter. Ja. Nee, aber bei dem X-Split, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, die letzten Aufnahmen, die ich gemacht habe, für mich alleine, bin ich bereit, das Geld zu investieren dafür, weil ich kriege eine viel bessere Bildqualität raus bei niedrigerer Datenmenge und ja, und die Tonqualität finde ich auch besser. Vor allem das Problem gehabt, ihr wart leiser, ich war leiser, einer von beiden war immer irgendwo leiser und da Wir habe ich alle jetzt waren wirklich dieses leise. Problem. Ja. Nee, Besser, aber es Hauptsache wir sind ist nicht heiser. richtig. heiser. Nee, Ich glaube, ich kenne das Problem. um das eiert oder was? Ja. Der LKW ist das Problem, nicht der Anhänger. Steigt mal aus. Und stellt euch mal kurz hier hin. Ich fahr mal an euch vorbei und will ich mal. Seht ihr das? Warte, warte, warte. Egal, wie dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Wir Doch. haben hier im Forst auch drin und der ist einwandfrei. Ja. Jetzt guck mal. Guck mal auf die Hinterräder vom LKW. Ich gehe nur vom Gas. Rutschen, ja. Die stehen. Ich bremse aber nicht. Und die blockieren, sobald ich vom Gas gehe. Siehst du das? Ja. Und das ist das Das ist Problem. der MAN, oder? Hey, Alter, ich kann das nicht lesen. TGS 18, nee, nee, stimmt, haben wir den Forst gar nicht drin. Genau, ne. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier, warte, wenn ich jetzt hier Gas gebe und fahre und halt an, stehen die Hinterräder. Und deswegen brauchst du, sobald du lenkst, fährt er natürlich überall hin, nur nicht dahin, wo er soll, ne? Kann man ins ABS angezogen? Also. Hat er irgendwie einstelltechnisch, nicht kann man irgendwas sein. Das ist natürlich jetzt sau doof, ne? Habe ich aber gut analysiert, oder? Hä, Hat was auch hast hinten du? noch eine Lenkachse drin. Das ist ja total bescheuert. Also ein Clan, ja. Er lenkt hinten mit. Also du wirst das Da gar siehst du, nicht, ist und ja ein so, ich ETS gehe bei vom manchen. Gas und sofort, zack, weil die hinten die zwei Achsen blockieren. Also du wirst das eigentlich gar nicht. Es gibt schon auch ein ETS-Dinger, die hinten noch so eine Ja, aber das sind ja Lenkachse mit. schwer, schwer. Ja, aber die haben dann auch, aber glaube ich, vier Achsen oder so, nicht drei Achsen. Ne, ich Kann glaube mich jetzt nicht. beim Dreiachs ist das auch schon so. Dass du dann, Ist auch aber schon nur bei, mal. nicht bei den Doppelbereifungen, nur bei der Einfachbereifung dann hin. Die lenkt dann mit, ja. Wenn du rückwärts fährst, siehst du es ja dann bei ETS. Das heißt, der LKW ist für den Arsch. Oh, und wir haben was vergessen. Happy Birthday to you. Nee. Das DLC. Ne, das habe ich aktiviert. Ist drin? Das habe ich aktiviert. Super. Den LKW können wir verkaufen, der ist absolut nutzlos. Unfahrbar. Siehst du das, Björn? Hast du es gesehen? Ja, ich habe das gesehen, ja. Wir werden uns dann nochmal auf die Suche machen nach dem anständigen LKW. Ich glaube, Da ist jetzt einer, da ist jetzt der rausgekommen bei Motors, und dann haben wir uns Forstprojekt mit eigenem, der ist ja ganz gut, aber der ist eher für. Nee, der doch immer in A, der ist nicht für Forst, sondern für Agrar im Allgemeinen ausgelegt. Sieht gar nicht so schlecht aus. Scania-Paket, das sieht auch nicht schlecht aus, ja. Aber bin ich noch nicht zugekommen zum Dashen. Was ist Scania-Paket für Forst oder für Agrar? Allgemein, ein Scania-Paket ist da rausgekommen. Wir Ich hab's hatten einen jetzt von. Forstmann in Scania drinne, der war richtig heavy, also. Der hatte Ne, alles, der hatte ein Horn drinne von dem Schiff, übelst laut. das ist doch der, wo wenn der dreckig ist, an der Seite auf der Fahrertür steht, Wash Me. Glaube ich, war das, ne? Könnte auch sein, aber der hatte auch Ja. so Flutlichter und alles halt mit drinne, ne? Also das war schon ein richtig geiles Teil. Aber das bringt echt nichts hier. Der war auch so billig, ne? 65.000 oder so, kann das sein? Ja, den fahr ich wieder zum Händler. Kannst du vergessen, mit dem kannst du nichts fahren. Probier Warte mal, mal. vielleicht war der auch noch gemietet oder haben wir den. Ne, Nee, den haben wir nee, den haben gekauft. wir gekauft im letzten Part. Ja, aber es sind ja mehrere drin. Wir können ja einfach die anderen mieten und mal gucken, ob das bei den anderen auch so ist. Kann ja Probier mal sein, dass das da den hinten schon. Scania Hauber. Den Aber pass Scania auf, Hauber dann vom mache ich ein TSL. was. Dann lasse ich eben den Anhänger voll. Wir testen ihn voll. Aber warte mal, jetzt will ich mal gucken.
Ja, so wie es aussieht, ist das die Bremse von dem LKW, wenn du vom Gas gehst. Wie sieht's eigentlich mit der Länge aus? Weil, lass die nur noch wenn ich keinen Anhänger dran habe und gehe vom Gas, blockiert nur noch das Hinterrad. Also, ja, da stimmt was nicht, da haut was nicht hin. Also, du könntest den Part beenden, wenn du willst. Ich fahre den zum Händler dabei. Alles klar. Gut, meine Freunde, dann sind wir im Endeffekt für diesen Part ja auch wieder fertig. Däumchen da lassen, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, Videobeschreibung abchecken. Da findet ihr den Björn und den Klicki und den Kino. Und ja, Klickis Abonnent, spät willkommen die Woche. Wir haben vor 1000 Fragen aufkommen. Wir sehen uns dann. Bis dann noch, oder? Ciao. Tschüss, Leute.